ich cruise da ein bisschen durch den Stadtwald von Mühlhausen. Martin hat mir gesagt, dass es hier Mammutbäume zu sehen gibt. Nun habe ich mich erstens mal verschlafen am Morgen. Da war die ganze Familie schon aus dem Haus raus, als ich aufgewacht bin. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, als ich die Uhr gucke. Und es ist 10 Uhr. Ich habe durchgeschlafen wie ein Stein. Tja, eigentlich sollte ich in 3 Minuten zurück sein. Ich werde mich nachher richtig sputen. Wie gesagt, bin ich in den Mammut, in den Stadtwald gefahren, um die Mammutbäume anzugucken. Und das hat sich dermaßen gezogen jetzt. Ich habe mal kurz über 100 Höhenmeter gemacht. Jetzt habe ich aber, eigentlich wollte ich umdrehen, dann kam genau da ein Schild Mammutbäume. Und jetzt hoffe ich, dass ich die gleich noch sehe und dann schnell zurück kann. Wir haben uns dann zum Mittagessen verabredet. Herrlicher Wald hier, super schön. Route. Nächsten Meter wird es ein bisschen hoch gehen. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Diese wunderbaren Ebene, die begrenzt ist auf der westlichen Seite von diesem Höhenzug mit Wald. Ich bin noch ein bisschen lahm oder irgendwie geht es hier unmerklich immer ein bisschen höher. Einen Schnitt von 16, 17, den ich hier hinbringe. Die Höhenmeter steigen so ganz, ganz unmerklich. Also ich nehme mal an, dass ich nicht nur ein bisschen lahm bin, sondern dass es auch die Strecke ist. Hier gerade ein Pflasterweg über Land. Sieht man sehr, sehr, sehr selten. Hier gibt's das. Jo, mal gucken, so in 3-4 Kilometer Luftlinie sollte ich dann wieder zurück auf meiner angestammten Route sein, wo ich dann wieder meiner Linie folgen kann und nicht mehr mich auf die Radwegschilder verlassen muss. Wobei der Weg war hier jetzt eigentlich immer ganz gut ausgeschildert. Da, wo es mal kurz unklar war, ging es dann halt auch auf dem logischen Weg weiter und die Täfelchen fanden sich dann auch hier. So, und jetzt geht's mehr hoch, brauche ich beide Hände am Lenker. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten später auf dem Höhenzug angekommen und befinde mich jetzt schon im Nationalpark Hainich. Sieht hier oben so ein bisschen aus wie in der Heide.
die Hitze, puh, wird langsam heftig. Also hier bergauf, der prallen Sonne ist schon mal ganz nett. Ich mir da vorstelle, dass da noch 10 Grad drauf kommen in den nächsten Tagen. Dankeschön. Im Moment geht's gerade noch. Also, Nationalpark Hainich. Ich werde dann hoffentlich bald mal da oben in den Wald reinkommen, wo es dann wieder angenehmer zum Fahren wird. Weiter geht's. Endlose Weiten. Hier nicht im Universum, sondern in Thüringen. Ich glaube, ich habe die Höhe gleich geschafft. Diese sonnendurchflutete Lichtung hier. Geht ein ganzes schönes Stück da in den Wald hinein. Oh, da muss ich hin. Weiterer Weg sein. Jetzt aus dem Hainich Nationalpark rausgekommen. Ein bisschen erhöht hier auf dieser Anhöhe. Eine wunderbare Weitsicht. Ich bin nun im schönen Werratal. Auf dem Werra-Radweg. In der Sonne ist es schon sehr ungemütlich heiß im Wald. Angenehm kühl. Strecke hier wunderbar einsam. Ein paar Radler fahren zwar durch. Unten auf der Werra sieht man auch immer wieder ein paar Kanuten vorbeikommen. Also alles in allem sehr idyllisch hier in diesem Werratal. Puh, kühler Wald, herrlich. Schön, ein Brückli kommt. Sieht sogar noch ziemlich hoch aus hier. Echte Wander- und Radfahrerbrücke hier. Wow. Nicht schlecht. Zum ersten Mal eigentlich mal so in einem richtigen Flusstal drin, was links und rechts hoch geht. Ja. Wunderschön hier. Ja. Die alte Werra-Brücke, die heute nur noch für Radfahrer und Fußgänger zugänglich ist, wurde bereits 1299 errichtet, stand da auf der Tafel. 1700 irgendwas general überholt. War schon zu Urzeiten eine Steinbrücke mit 7 Bogen. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört. Danach wieder mit der originalen Streckenführung wieder aufgebaut. Die Kapelle, die da hinten steht, die gibt es auch schon seit 1500. Also ein echt geschichtsträchtiges Bauwerk hier. Das ist übrigens bei Kreuzburg, wo ich gerade vorhin auf dem kleinen Platz das schöne Foto gemacht habe. Tja, und jetzt geht unser Radweg weiter der Werra entlang. Wir fahren jetzt Richtung Eisenach, Richtung Wartburg,
Zeit, es ist schon 3:15 Uhr. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir die Zeit nehmen soll, um die Wartburg anzugucken oder ob ich das einfach bleiben lassen soll. Ich weiß es noch nicht. Entscheidung spontan. Nicht sehr weit gekommen, weil ich auf die Wartburg nach Eisenach gegangen bin. Das war ein ziemlicher Abstecher. Tja, und jetzt gucke ich mal, ob ich was Gescheites finde. Hier ist noch eine Burg, die im Abendlicht schön scheint. Und so wie es jetzt hochgeht, wahrscheinlich gleich die Werra. Nehmen wir das noch mit. Brückchen gefallen mir immer. Ah, weißt du, die Werra. Da hinten oben diese Ruine.